Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, ich bin bald fertig. Wie schaut's bei dir aus? Drescher. Feld auf Drescher, ja. 51%. Okay. Ich habe noch nicht zweimal abgeladen. Ich habe den Krampe jetzt voll. Ich muss jetzt dann den kleinen Akkuliner noch befüllen. 40.000 haben wir hier schon mal abgezogen. Mhm. Wir haben auch schon mal 120.000 abgezogen. Hafer, ja. Also wahrscheinlich werden es bei mir so 50.000. Bei mir ist vielleicht so 30.000 oder so. Kann ich schlecht einschätzen. Also ich muss sagen, der Zetto hat eine gute Traktion. Der zieht immer recht schnell weg. Vom Flecken. Ja. So, ich fahre jetzt gerade mal mit dem Johnny den Weizen weg. Und dann gucken wir mal. Ach, ich bin jetzt voll. Warum sagst du nichts, wenn ich voll bin? Du bist doch vor Ort. Du musst doch wissen, ob dein Drescher Tank noch Platz hat oder nicht. Das ist eigentlich doof, dass ich hier lang fahre. Ja, ist es. Und ja, auf die Straße fahren kann. So, unser Raps ist aber auch in der letzten Wachstumsphase, gell? Ja. Das ist auch fein. Fein! Ja, fein! Können wir demnächst nochmal dreschen. Und dann sollten wir mal was anderes anpflanzen. Sollen wir mal so eine Grasrunde machen? Können wir machen, auf beiden Feldern. Ja, wenn dann, dann schon. Ja, dann machen wir das. Dann werden vielleicht je nachdem, wenn wir dann ein Feld Raps und ein Feld Gras machen. Ja, das muss man dann mal gucken. Oder ob wir Schweinefutter raus, also. Ja. Davon kriegen wir so oder so ganz schön viel. Ja, da werden wir jetzt nochmal 250.000 verkaufen können. 250.000 dann verdienen an Schweinefutter. Mhm. Ich brauche irgendwie so eine Stimme, die sagt, wenn ich fast voll bin. Rechts unten hast du eine Anzeige, hast du vergessen? Ja, aber ich guck, wo ich noch dreschen muss oder dass ich richtig fahre, weißt du? Guck ich nicht immer auf die Anzeige. Jetzt ist ja nur ein kurzer Moment, wo die Augen rechts runtergehen. Nö. Bei dir nicht, bei mir schon. Nö. So, was ich heute eigentlich auch noch ausprobieren möchte. Machen wir gerade den Helfer nochmal an. Oder was ich gucken möchte, ist wegen dem Diesel. Liter Fass. Kostet 15.000. Geht eigentlich. Ist 1:1. Wie meinst du 1:1? Also, du kriegst für 15.000, also für 15 Tonnen musst du 15.000 bezahlen. Hä? Ich habe 18.000 Liter. Hm? 18.000 Liter gehen rein. Doch, ja, dann sag doch. Hab ich doch. Nee, du hast 15 gesagt. Ah, was wir nicht geguckt haben vor ein paar Folgen ist, was mit den Fässern passiert.
von der Butter. Erinnerst dich? 2, 4. So, ich guck mal. Ob im Shop noch, im Laden noch welche stehen. Ich bin am Gucken. Ja, ich war ja der Meinung. Die stehen alle hier. Im Laden. Ja, sind alle leer. Oh, dann hätte ich gar nicht so viel kaufen müssen. Aber warte mal, ich habe hier noch drei Säcke Eier. Säcke. Kartons. Wie ist der Preis? Lass mal kurz vorher gucken. Hm. 11.000, ab rein dafür, ey. 11.000 für ein Säckchen. Willkommen im Hof. Halt deinen Mund. Hä, wo bist du denn mit den Eierdingen hingelaufen? Nein. Ich hab's nicht. Guck mal, ob die Fässer voll oder leer sind. Leer. Ist der Deckel offen? Ja. Okay. Hab ich doch irgendwie schon gesagt, aber na gut. Dann können wir die alle wieder hier rausschmeißen. Willkommen. Oh, das war wirklich geschmissen. halt, das ist voll. Hä? Das hier ist voll. Da ist ein Deckel noch drauf. Ach, lol. Okay, die werden hier nicht hin, werden die nicht verkauft. Wie, die sind alle noch voll, oder was? Nee, die obere Reihe nicht. Ah. Also das heißt, wir dürfen die hier nicht doppelt stapeln. Ja, jetzt wissen wir's. Willkommen im Hofladen. Das, ja. Was darf's sein? Ich baue dich jetzt willkommen ein. Willkommen im Hofladen. Was darf... Was ist das? Nee, das ist voll. Ja. Willkommen. Oder ich stelle die hier raus. So. Weil Kartoffeln haben wir im Moment sowieso nicht, brauchen wir nicht. Hast du einen Helfer angemacht? Mach ich willkommen, jetzt. Willkommen. Das blockiert uns ja die Fläche für die Fässer. Und Kartoffeln haben wir im Moment sowieso nicht, die wir verkaufen können. Kannst du einfach das untere rausziehen? Ah, das ist auch echt? Voll. Ja. Das ist irgendwie unlogisch. Manchmal ist... Mann! Alter. Kannst du irgendwie noch mehr stören? Weiß nicht. Ich stell dir mal vorsichtshalber dahin. Jo, mach mal. Ich geh mal nach meinem Drescher gucken. Oder schmeiß die dahin. Passt. Bin nämlich so gut wie fettig. Bist so gut wie fettig. Wie weit bist du in deinem Feld? Das ist jetzt 60. So, lass mal gucken, ob wir hier noch den... Feld 7 ist erntereif. Gibt's jetzt auch als Ernteauftrag? Ja. Soll ich machen? Ja, mach. So, warte mal, wie haben wir das jetzt letztes Mal gemacht? Wir haben einfach den Auftrag als beendet erklärt, gell? Ne, abgebrochen. Wo ist denn der Dingsplattform für den Gator? Dann hole ich den Käse eben noch runter. Der steht oben, glaube ich, beim Dings da. Kennst du? Mhm.
Alter, was fährt denn der Helfer hier für eine Richtung? Hier steht er. Okay, na dann. Ich habe den jetzt fast unmöglich greifbar gemacht, aber na gut. Wie ging das nochmal? Steuerung S, gell? Ja, genau. Mit diesem GPS? Nee, Alt S, glaube ich, oder? Nee, Steuerung S. Mich nervt nämlich immer diese Linie. Da fahre ich nämlich kurz zum Händler, kauf mal so ein Fässchen für den Diesel. Muss man den Diesel heute noch verkaufen? Mhm. Wir haben nämlich hier noch ganz schön viele Fässer rumstehen. Kriegen wir gar nicht alle in den Hofladen. Ja, ich dachte, die werden mitverkauft. Hey, da sind hier schon wieder viele Käse. Die im Regal stehen. Kannst du auch gleich runterfahren. Ja, und das mache ich ja gerade. So, und weil es eben so schön ist. So, oder? Find schon. Weil es heute so schön sonnig ist. Machen wir heute mal einen Screenshot. Nee, habe ich ein Fässchen für Diesel gekauft. Na, ist ja dann nicht ganz 1:1. Wenn es 18.000 Liter fast und 18.500 kostet. Ja, nicht ganz. Ich habe ein bisschen konfiguriert. Ach, das. Hat das zufällig 500 extra gekostet? Es hat nur 15.800 gekostet eigentlich. Oh. 18.000 Liter. Hat ein bisschen mehr extra gekostet. Was hast du denn gekauft? Ich musste die Farbe anpassen. Wow. Ja. Aber es lohnt sich, glaub mir. Welche Farbe warst du vorher? Standard ist, glaube ich, grau und weiße Felgen. Was hast du daran geändert? Oder welche Farbe ist jetzt drauf? Orange. Mhm. Ja, sieht doch gut aus, oder? Ich weiß nicht, wo. Sehe ich nicht. Fahr gleich aber. Fahr gerade zum Hof. Alter, hat er die Käse einfach hinten drauf geschmissen. Sieht gut aus, ne? Das ist doch nicht orange. Nicht? Nee. Scheiße, habe ich mich verklickt. Warum fahre ich dir jetzt eigentlich hinterher? Ich habe keine Ahnung. Du verwirrst mich. Du hast mich verwirrt. Alter, jetzt ist das Internet auch noch am Ach so, muss man wahrscheinlich erst wieder aufmachen, gell? Und dann. Ja. Alter. Alter. Dann hast du irgendeine falsche Farbe gewählt. Nee, war schon richtig. Muss halt zu meinem Johnny passen. Och, wow. Es ist nicht dein Ernst. Das hast du nicht getan. Doch. Alter, ist ja nicht mal von den guten Geistern, wie auch immer man das nennt. Verlassen unbedingt. Heißt es. Sprichwort zumindest. So, 15.543 Liter haben wir gekriegt. Oder haben wir? Die ich nur verkaufen kann. 15.543. Alter Schwede, das gibt uns Geld. Schauen wir mal. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt wirklich so gut ist, wie wir annehmen. Ach da. Ich dachte schon, es wäre gerade ein Käse verschwunden. Aber ist es nicht. Ja, dann ist er gut, wenn der noch da ist. Ja, ich glaube, jetzt ist er am Boden gebackt. Ey.
Also nehmen so einen Käse ja. weg. So, Dieselverkaufsstelle haben wir hier platziert. So, Achtung, warte, 15.500. Doch, das gibt gut Geld. Alter Schwede. Ich habe noch 10.000 drin. Ja, gut, dann gibt's, wir verkaufen nur noch diese. Raps for the win. Noch 5.000. Alter, gibt das wenig. Viel. Ich rechne gleich mal aus, was das für ein 1000 Liter Preis ist. So. 62.000. 15.000. Teilt durch 15.500. 4.000. Alter. Das ist doch ordentlich. Ja, würde ich jetzt mal auch so behaupten. Was wollten wir jetzt noch kaufen? Achso, das Maisgebiss, gell? Ja. Soll man das kaufen oder nicht? Ja, klar. Ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich braucht. Weißt du, weil wir haben ja den Auftrag und wenn der fertig ist, dann... Ja, lass es. Was wollten wir noch kaufen, eigentlich? Und was für Gülle haben wir... Ah, warte mal, Düngerproduktion. Ah ne, Gülle haben wir ja rübergefahren schon. Ja. Weiß nicht, was wir noch kaufen wollten. Aber das machen wir heute auf jeden Fall nicht mehr. Hm. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und bis morgen. Ciao. Tschüss.